Seid gegrüßt zurück, meine Freunde, zu Geheimakte 2. Wir sind leider immer noch an Bord der Apokalypse. Ah nein, die Kalypso war's. Naja, ganz so schlimm war es ja doch nicht, aber der Name liegt nahe. Wir haben beim letzten Mal ein paar äußerst sympathische Zeitgenossen kennengelernt, unter anderem Katharina Jordan und Pat Shelton. Total nette Leute waren das und wir konnten uns auch sofort mit ihnen identifizieren. Und jetzt haben wir ein paar hübsche Sachen hier im Inventar. Ein einfacher Flasch... Ich stelle gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Mein Hausschuhersatz. Und jetzt können wir doch einmal kurz gucken, ob sich denn irgendetwas damit... An Hüten mögen Blumen vielleicht noch halbwegs... ...machen lässt. Und wenn nicht, dann müssen wir uns erstmal weiter umgucken, denn ich muss zugeben, ich habe keine Ahnung, was mein eigentliches Ziel ist. Gut. So, dann einmal nochmal. Das ist fürchterlich. Können wir hier... Hier... Warte mal, wir können nicht... So, Nina, renn einmal kurz, bitte. Die Tür zur Krankenhaus... Ist denn jetzt jemand vielleicht auf dem Sonnendeck? So am Tag? Können wir vielleicht noch irgendwo anders hin? Oh ja! Das müsste Kabine Nummer 5 sein. Ja. Und da gibt es genau nichts. Das müsste dann unsere sein. Das müsste Kabine Nummer 4 sein. Oh. Und auch hier... nichts. Ja, das ist ja unglaublich. Und das war jetzt die ganze Herrlichkeit? Na, wollte sagen, die Leiteranimation ersparen sie einem dann doch. Das gehört wohl zur Klimaanlage. Ja, ich denke nicht, dass das Schiff zu den umweltfreundlichsten gehört. Was soll denn das sein? Sieht hier höchst merkwürdig aus. Na, wenn ich es richtig sehe, können hier sogar ganze Flugzeuge landen. Und schon wieder ein Kamerazoom. Hallo. Kann ich was für Sie tun? Ich störe ja nur ungern, aber meine Handtasche ist weg. Hören Sie, gute Frau. Ich würde Ihnen wirklich gerne helfen, aber ich muss mich um das Schiff kümmern. Wenden Sie sich doch bitte an den Portier. Der ist für solche Dinge zuständig. Ja, ich dachte nur... Entschuldigen Sie mich bitte. Ja, ja, das war jetzt nicht so das ergiebigste Gespräch. Ah, endlich ist hier mal Stimmung! Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? Dance Fever. Tja, da es wahrscheinlich nicht Justin Bieber sein wird, weiß ich jetzt leider nicht. Oh, CDs. Ja, die gehören natürlich mir. Und wie die mir gehören, habe ich doch gesagt. Und Zahnstocher natürlich auch. Jetzt sahen wir erstmal wieder ordentlich ab. Was können wir noch alles klauen? Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. Genau. Die gehören mir nicht. Wenn ich einen der Schlüssel haben will, dann... Ach, da ist Oscar, oder wie er heißt. Aber jetzt flirten wir doch mal ein bisschen mit dem Barkeeper. Mal gucken, ob wir unser Skill noch ein bisschen trainieren können. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag Ihnen, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... Wird es vorbei sein, genau. Ich sag Ihnen, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Den werde ich wohl nicht zu meiner nächsten Party einladen.
Also, was die männlichen Kandidaten hier angeht, ist das alles doch noch sehr enttäuschend. Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja. Der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind. Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach den ersten Wellen jahrelang merken, aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant, das sollte ich mir merken. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Ja, also das ist wirklich eine sehr große Enttäuschung, aber das mit der Schlüsselkarte können wir doch endlich mal direkt ausprobieren. Was? Ach. Über den Sinn von Tischtennis. Versuchen wir es mal mit dem hier. Wir sind schon so verzweifelt. Hallo Oscar. Oh, hallo Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Na, ich wollte sagen, wir wollen doch den Best Boy auf seinem Weg zum neuen Boris Becker ja nicht stören. Also wie kommen wir denn auf die Idee? Und ich habe... Ja, genau. Und sie liest... Piper, soll... Ach ja, guck mal, ein versteckter Hinweis. Seht ihr dieses Bild hier vorne? Das Titelcover von Geheimakte 1? Ach ja, und auch das hier ist ein verstecktes Gimmick. Es gibt ja neben den drei offiziellen Geheimakte-Teilen auch noch einen vierten Geheimakte Sam Peters, der, glaube ich, eine kleine Zwischengeschichte zwischen 2 und 3 spielt, soweit ich mich erinnere. Und das müsste eigentlich hier die Sam Peters sein. Ich möchte aber erstmal noch hier hin. Ja, genau. Ich meine, der hat ja auch schon erzählt, dass er nicht unser Typ ist. Aber, nun ja. Eine leere Tube. Was soll denn das jetzt werden? Sonnencreme für besonders empfindliche Haut. Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein.
Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. So, die Schadenfreude steigt, denn jeder geneigte Zuschauer weiß, was wir dem hier zu einem Streich spielen werden. Mir ist gerade nicht so... Aber erstmal müssen wir uns natürlich noch zum Abschluss der nationalen Gesprächsrunde noch unserer Lieblingsmitfrau an Bord widmen. Ist ja auch die einzige nebenbei. Und von daher quatschen wir sie doch gleich mal an. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Aber Nina spricht einem doch einfach aus der Seele, oder? Also zumindest jedem Kerl, der dieses Spiel spielt. Ach, die Frauen. Keine sachliche Unterhaltung möglich. Ach, das... Ah! Ja, fürchterlich. Ah, um Gottes Willen. Ah, gut, dass ich Sie treffe. Ich muss mich dringend mal mit Ihnen unterhalten. Müssen Sie das? Ja, es ist wirklich wichtig. Es geht um die Vorkommnisse auf dem Schiff. Was für Vorkommnisse? Ist Ihnen nicht aufgefallen, dass an Bord einige äußerst merkwürdige Dinge vor sich gehen? Doch, wenn Sie mich so fragen. Und darüber können Sie mir was erzählen? Ich will erst noch ein paar wichtige Dinge klären. Lassen Sie uns doch heute gemeinsam zu Abend essen. Dann kann ich Ihnen erzählen, worum es geht. Ich weiß nicht. Sie sollten mir schon mal sagen, was Sie eigentlich von mir wollen. Das geht leider nicht mal so eben auf die Schnelle. Und bevor ich mir über den einen oder anderen Punkt noch nicht völlig im Klaren bin, sagen wir 20 Uhr im Restaurant? Okay, da bin ich ja mal gespannt. Prima, vielen Dank. Falls noch was sein sollte, hinterlassen Sie bitte eine Nachricht beim Portier. Ich habe Kabine Nummer 5. Komischer Kauz. Aber stimmt schon, auf dem Schiff gehen so einige merkwürdige Dinge vor sich. Da wäre ein bisschen Aufklärung sicher nicht schlecht. Bin mal gespannt, was der mir heute Abend erzählen wird. Aber jetzt erstmal zurück zum Hier und Jetzt. Bis 20 Uhr habe ich noch viel Zeit, um einiges vielleicht auch selbst aufzuklären. Stimmt, der Kerl hatte ja noch gefehlt. Ich glaube, damit haben wir jetzt mit jedem an Bord gequatscht, außer dem Portier in dieser Folge. Okay, mal gucken, was das Tagebuch sagt. Ein Verdacht. An Bord der Calypso. Das Verhör mit Katharina Jordan verläuft nicht sonderlich erfolgreich, dennoch erhärtet sich der Verdacht, dass sie etwas mit dem nächtlichen Überfall auf Nina und dem Verschwinden ihrer Handtasche zu tun hat. Vielleicht lassen sich in der Kabine von Katharina Jordan irgendwelche Beweise finden, aber wie soll Nina dort hineingelangen? Eine seltsame Verabredung an Bord der Calypso. Einer der Passagiere hat Nina um eine Verabredung zum Abendessen im Restaurant gebeten. Angeblich kann er etwas zur Aufklärung der merkwürdigen Vorkommnisse an Bord des Schiffes beitragen. Sein Verhalten ist zwar ebenfalls etwas merkwürdig, aber vielleicht hat er ja tatsächlich ein paar wichtige Informationen, die zumindest ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Und dem wird auch sicher so sein. Und es ist glasklar, dass wir die Schlüsselkarten irgendwie da oben vertauschen müssen, um dann in Katharina Jordans Kabine zu gelangen. Und dann wird wieder ein Evil Plan in die Tat umgesetzt. Aber wie das aussehen wird, keine Ahnung. Ich würde aber sagen, wir lassen es jetzt erstmal. Denn jetzt ist die Rederunde gerade so schön vorbei. Und dann werden wir beim nächsten Mal mit Neu-Milan drangehen, diesen Evil-Plan in die Tat umzusetzen. Dann werden wir ein schönes Date mit dem mysteriösen Kerl haben und dann mal wieder für ordentlich Chaos sorgen, so wie ich Nina kenne. Also, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.